Mir gefällt das nicht, dass die Räder beide auf dem Boden stehen. Deshalb werde ich mal hier ein Brett unter den Ständer bringen. Ja, das ist besser. Jetzt ist das so, wie es normalerweise und immer ist. Ja, und der Wackelkontakt meines Mikrofons ist wiedergekommen, aber ich habe kein anderes für diesen Sender, beziehungsweise ich muss mal gucken, vielleicht finde ich hier eins. Ist ja nur ein Klinkenstecker und eine ECM-Kapsel, denke ich mal. Na gut, das werde ich gleich mal angehen. Willkommen bei Sams Channel. Ich mache jetzt mal temporär die Ölwanne dran. Ich mache die jetzt nicht ganz fest, sondern nur so weit, dass es halt nicht immer raustropft. Wenn ich das Motorrad mal durch die Gegend schieben sollte. Deshalb mache ich einfach nur mal den Deckel zu. Aber ich mache keinen Öldruckregler und sonst und keinen Schnorchel rein, sondern einfach nur. Vier Schrauben, dass es hält. Wahrscheinlich könnte ich es auch ganz zumachen, aber solange ich nicht sicher bin, dass ich nicht wieder einen Schimmel irgendwo in der Ölkanal verliere. Was ja zuweilen mal vorkommt, wie man weiß. So, jetzt ist das Öl wenigstens nicht mehr auf meinem Teppich im Zweifelsfalle, sondern tropft in die Ölwanne. Da darf es bleiben. Ich möchte als nächstes den Motor komplettieren und ich habe den Zylinderkopf gefunden. Ja, toll. Okay, ich gebe zu, ich wusste, wo er war. Und ich will jetzt mal gucken, ob ich herausfinde, warum eines der Tassenstößel das Gefühl vermittelte, zu hängen. Und ich weiß nicht mehr, welcher es war. Und blöderweise habe ich es auch nicht gekennzeichnet, wie es aussieht. Also muss ich es mal ausprobieren. Der dreht, der dreht, der dreht, der dreht, der dreht, der. Ah, der scheint es zu sein. Genau, der hier. Dieser Tassenstößel klemmt. Also, das ist der sich dreht, das ist der sich nicht dreht und der dreht sich wieder. Erstaunlicherweise bei der Betätigung des Ventils gibt es also keine Unterschiede. Er lässt sich problemlos drücken, aber er lässt sich nicht drehen. Also das Ventil betätigt einwandfrei. Warum dreht er nicht? Die Frage, ist es schlimm, dass er nicht dreht? Ist es jetzt eine Katastrophe oder es ist halt einfach nur anders? Vielleicht würde er sich ja drehen, wenn man einfach mal 100 Mal betätigen würde. Aber das will ich jetzt nicht tun, logischerweise, weil da tut mir der Daumen weh. Ich habe ihn also abgekriegt, den Tassenstößel mit einem Magneten. Und es liegt nicht am Tassenstößel. Wenn ich diesen Tassenstößel hier reinfallen lasse, den kritischen, ist es kein Problem. Wenn ich den hier da reinfallen lassen will, klemmt auch der. Es liegt also an dem Loch. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich das damals auch schon herausgefunden habe. Als wäre irgendwo ein winzig, winzig kleiner Grat. Man sieht also nichts. Ich habe den jetzt mal mit dem Edding angemalt ringsrum und habe auch mal eine Markierung gemacht, die jetzt halt zufällig in irgendeine Richtung zeigt, aber damit ich halt eine Orientierung habe. Und jetzt stecke ich das Ding mal mit dem Magneten haltend da rein. Und
gucke, ob ich rausfinde, wo es klemmt. Oh, das kriege ich nicht mehr mit dem Magneten raus, weil... Scheibe. Weil ich offensichtlich... Dieser Farbeintrag war schon zu viel. Diese 0, mm Farbe. Ah, doof. Eben kam er wieder, aber das, was man sieht, ist auch nicht sehr hilfreich. Hier ist eine Schabstelle. Hier auch. Eigentlich überall so ein bisschen. Es ist jetzt nichts so Signifikantes. Hier und auf der gegenüberliegenden vielleicht. In der Mangelung einer besseren Idee habe ich jetzt einfach angefangen, das mal minutenlang zu stecken. Und es geht ganz gut, es wird eindeutig besser. Ich glaube, das Ganze hätte sich auch im Normalbetrieb wieder freigeschafft. Aber es ist mir so einfach lieber zu wissen, dass es leicht geht. So, nach einer Viertelstunde Bewegungstherapie mit dem Magneten, der relativ stark ist, bekomme ich jetzt also auch mit dem Saugnapf ohne Schimm bis zum Grund. Das wäre vorher undenkbar gewesen. Ohne Schimm geht es dann noch ein bisschen tiefer runter. Und jetzt ist das Ding wieder richtig gut. Woran es lag, weiß ich nicht. Es muss irgendwas Mikrometermäßiges gewesen sein. Aber ich habe immer mit frischem Öl wieder eingeschliffen. Und jetzt geht es. Also irgendeine blöde Kante, irgendein Grat, keine Ahnung. Was immer es war, jetzt ist es wohl weg. Jetzt dreht er sich wie alle anderen auch. Jetzt sogar ohne Schimm. So, ich sauge nochmal an. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal die Tassenstößel einschleife und nicht nur die Ventile. Aber sei es drum. So, jetzt mache ich noch einen Schimm wieder drauf. So. Nochmal frisches Öl. Ja, und dann kontrolliere ich das Ventilspiel nochmal. Jetzt dreht er sich. Das ist schön. Also, gut. Wissen die Köder, was es war, aber jetzt ist es weg. Boah, jetzt ist es ölig. Na gut, egal. Die Ventile sind jetzt eingestellt im sehr engen Toleranzbereich von einem Hundertstel Millimeter. Aber wenn der Kopf auf dem Motor sitzt und die Steuerkette aufgelegt ist und das Ganze nicht mehr entkoppelt ist, so wie das jetzt ist, dass ich jede Nockenwelle einzeln bewegen kann, dann kann sich das Ventilspiel immer noch ein bisschen verändern. Deshalb wird es zum Schluss nochmal gemessen und gegebenenfalls nochmal korrigiert. Aber so kann der Kopf erstmal drauf. Das Problem habe ich jedoch immer noch nicht gelöst, das würde ich ganz gerne vorher noch machen, bevor ich den Kopf drauf tue,
nämlich festzustellen, ob man aus diesen ja, Krümmerhaltebolzen am Zylinderkopf, ob man da noch was Brauchbares rauskriegt, was funktioniert und was noch verwendet werden kann oder ob ich besser neue kaufen muss. Ich habe es zwar mit Gewalt probiert, um zu gucken, ob es irgendwann doch kommt, aber das Zeug ist einfach zu verrottet. Es zwingt einem ja niemand dazu, Gewindebolzen zu benutzen. Man kann ja auch einfach eine wunderschöne Imbus-Edelstahlschraube da hinein tun und kann die Geschichten damit festmachen. Spricht ja nichts dagegen. Glaube ich zumindest nicht. Ich meine, die Geschichte mit den Bolzen ist ja ganz nett, aber hat das irgendeinen wirklichen technischen Grund, warum man nicht die einfache Lösung gewählt hat? Ich weiß es nicht. Vielleicht erklärt es mir jemand. Ich bereite jetzt vor, den Motor zuzumachen. Dazu müssen natürlich diese ganzen Knödel hier raus, die ich da mal reingewirkt habe. Diese Papierschnipselchen. Ich habe hier die Oberfläche hier schon mal abgesaugt, eben mit dem Staubsauger, damit irgendwelches Zeug, was hier vielleicht auf den Papierschnipselchen sich befindet, an Krümeln und sonstigem Zeug erstmal weg ist. Und beim Entfernen dieser Papierschnipsel da nicht in irgendwie da reinfällt. Also die Papierschnipsel selbst, so wie das hier. Na komm. Aber wenn die ganzen Dinger draußen sind, wird nochmal gesaugt, logischerweise. So, zum Schluss wird alles nochmal mit den Magneten abgetastet. Hier ist nichts mehr. Nichts am Magneten verblieben, das ist gut. Ja, ich habe die Öl-Return-Löcher wieder verstopft, damit das ganze Zeug da nicht reinkriegt. Hätte ich vorher machen sollen, klar. Man kann es aber auch lassen. Dieses leise Zeug hat vorher nicht gestört, es wird auch nachher nicht stören. Es stört nur mich und mein ästhetisches Empfinden. Hinüber jetzt. Also nochmal aussaugen, nochmal mit dem Magneten und dann, okay. Ich gehe dann nochmal mit meinem starken Rhodium-Magneten hier durch. Der reicht bis zum Boden. Und damit komme ich überall hin. Ich werde jedes Fitzelchen an Metallspäne oder Drahtbürstenreste hoffentlich erwischen. Absolut sauber. Sehr schön. Zur Montage des Kopfes müssen die Nockenwellen halt nochmal raus. Das ist ganz klar. Vielleicht das letzte Mal, aber ich glaube es eher nicht. Geht in umgekehrter Reihenfolge wie immer. Man fängt also bei 20 an und hört bei 1 auf. 16, 15, 14, 13. Das braucht da immer nur eine halbe Umdrehung mit dem Schlüssel. Der Rest geht dann einfach per Hand. Man muss darauf achten, dass 6 der Schrauben länger sind. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese hier sind länger, einen halben Zentimeter ungefähr. Damit ich das
nicht vergesse, mache ich mir immer einen blauen Punkt an die Stellen, wo die längeren Schrauben sind. Dann gibt es 8 Schrauben mit einer Unterlegscheibe aus Kupfer. Das sind die hier in der Mitte. Das ist eine Dichtung für den Zündkerzenschacht, damit hier kein Ölaustritt in den Zündkerzenschacht läuft. Ist da eine Kupferdichtung. Und diese Kupferdichtung werden jetzt weggeworfen und durch neue ersetzt. Wer keine hat, benutzt die alten eben weiter. Das ist nicht schlimm. Die Schrauben haben trotz Kupferdichtung die gleiche Länge wie die restlichen, die jetzt noch drin sind. Also es gibt nur 2 Längen. Kurze, wovon 8 mit Kupferdichtung sind, und eben lange. Und die hier verblieben sind, die verbliebenen 6, die haben überhaupt nichts. Die sind kurz und haben keine Dichtung. Ja, das ist schon alles, mehr gibt es nicht zu beachten. Dichtung kommt weg. Man kann auch die langen und die kurzen Schrauben nicht miteinander verwechseln, weil ein halber Zentimeter, dann sieht man den schon. Vielleicht ist es fast ein ganzer, ne, ist es ein halber, kann man das sehen? Müsste eigentlich gehen. Und wenn man nicht mehr weiß, wo die langen reinkommen, ist es auch kein Problem, weil wenn man da eine kurze reinmacht, ist es deutlich tiefer, und wenn man eine lange an eine falsche Stelle macht, ist es deutlich höher. Und das ist eigentlich, sieht jeder Blinde mit dem Krückstock, wenn was falsch ist. Eigentlich dementsprechend ist es nicht so kritisch. Ich nehme immer ein Stückchen Holz, um die Lagerböcke zu motivieren. So. Die Nockenwände kann man auch nicht verwechseln, steht In- und Ex drauf. Aber das ist ja alles soweit bekannt. Bisschen Öl für die Passstifte. Damit nichts klemmen möge. Der braucht eine kleine Überredung für den letzten Millimeter. Nein, das war das falsche Loch. Ach nee. Manchmal passieren mir halt auch so total dämliche Fehler. Das ist einfach schlimm. Ich ärgere mich da sehr drüber. Ich habe jetzt ein kleines Tool gebaut. Ich habe also aus einem Dorn von meinem ungeliebten, weil nicht besonders gut funktionierenden Abzieherkasten, habe ich hier eine scharfe Kante hier dran gedreht. Und habe das Ganze hier jetzt in meinen Gleithammer getan. Und jetzt hoffe ich, dass diese scharfe Kante hier innen in der Lage ist, dieses Ding zu grabben. Und dass ich dann dieses Ding aus dem verkehrten Loch wieder rausziehen kann. Was Gott sei Dank funktioniert hat.
Ja, gewisse Dinge nicht nachmachen, keine Schimmel in die Ölkanäle werfen, keine Dinge ins falsche Loch stecken, keine Passstifte ins falsche Loch stecken. Man muss mir also durchaus nicht alles nachmachen. Es braucht zwar auch dort ein bisschen Nachhilfe, aber sei es drum. Man hätte den Passstift wahrscheinlich auch ohne dieses Werkzeug wieder rausbekommen, aber wahrscheinlich wäre er dann kaputt gegangen. So, dann hoffe ich, dass das Gaupotenzial für heute ausgeschöpft ist. Jetzt finde die neue Zylinderkopfdichtung ihren Weg. Drei habe ich dann noch für eventuell folgende Projekte. Diese Zylinderkopfdichtung hat nur einen Weg, man kann sie auch nicht verwechseln. Oder verdrehen, vertauschen, das geht einfach gar nicht. Weil ansonsten nichts passt. Hier geht es ja an einem Passstift schwer drüber. Da haben die nicht ganz so gut gearbeitet. Die bei Athena, das war beim Doppeläffchen auch schon so. Da kann ich mich daran erinnern, dass ich an diesem einen Punkt Probleme hatte. Eine Zehnernuss hilft hier ein bisschen. Ja, dieses Geklapper macht immer einen merkwürdigen Eindruck, aber das gehört schon so. Steuerketten und die Führungsschienen, die Steuerkette und die Führungsschienen bringe ich dann immer ein bisschen in die Mitte und fixiere die da mit einem Stückchen Plastikstrip. Sozusagen als dritte Hand, die ich ja in der Regel nicht habe. So, jetzt kommt der Kopf drauf. Normalerweise verhaken die Dinger sich schlecht und selten, aber wenn sie es mal nicht sollen, dann machen sie es ständig. Das ist furchtbar. So. Jetzt aber. Gut, Kette ist freigängig, das Ding ist soweit in den Passstiften. Zylinderkopfschrauben darf man in diesem Fall wiederverwenden. Das Drehmoment ist wichtig an dieser Stelle und deshalb werden die Schrauben mit einem Öl-Molybden-Gemisch benetzt. Das ist im Prinzip Graphit. Assembly Loop. Man guckt, dass die Schrauben sauber sind, dass nichts dran ist.
kein alter Schmodder. Dann gibt es von diesem Zeug ein bisschen was hier auf die Sitzfläche vom Kopf. Dann kommt die Scheibe, dann gibt es ein bisschen was hier auf die Scheibe. Und dann gibt es ein bisschen was aufs Gewinde. So dass das Ganze eine ganz definierte Reibung hat und mit einem ganz definierten, gleichmäßigen Drehmoment angezogen werden kann. Nicht zu viel aufs Gewinde machen, nicht zu viel ins Loch reinlaufen lassen, damit es keinen hydraulischen Lock abgibt, aber das hier, so ist es in Ordnung. Und dann kann man es entweder so oder mit einem kleinen Magneten zur Hilfe, kann man das dann an Ort und Stelle versenken. Und das Ganze 10-mal, aber das kennt ihr ja. Man braucht eigentlich keinen Magneten, das geht so schön, sehr schön. Wenn die Schrauben alle drin sind, werden sie erst runtergedreht, bis sie aufsitzen, aber noch völlig ohne Kraft. Nachdem alle Schrauben unten angekommen sind, beginnt man mit innen erstmal mit der Hand so festzuziehen, wie die Hand es erlaubt. Das ist erstmal sehr gering. Und dann geht es nach außen weiter. Es sind 51 Newtonmeter und ich fange an mit 20, dann 35 und dann 51. Das war der letzte Prüflauf mit 51. Das war's. Jetzt kommen noch die beiden, aber die haben keine nähere Bewandtnis. Die kriegen auch nur 12 Newtonmeter. Zumindest mache ich das so. Ich glaube, im Werkstatthandbuch findet man den Wert gar nicht. Aber 12 ist gut für sowas. Zum Einstellen der Steuerzeiten wird diese T-Markierung, die man hier sieht, mit diesem Schlitz hier zur Deckung gebracht. Dazu strafft man oben die Steuerkette und dreht im Uhrzeigersinne so lange, bis das erreicht ist. Dann werden die Nockenwellenlager noch mal ein bisschen geölt, für den Fall, dass man das noch nicht getan hat. Ruhig auch etwas großzügig, weil das könnte die Endmontage sein. Aber wie gesagt, meistens ist es so, dass nach der endgültigen Ventilspielkontrolle sich noch mal geringfügig angepasst werden muss. Aber vielleicht habe ich ja Glück und diesmal ist es nicht so. Die Nockenwellen sind mit In- und Ex beschriftet, diese hier mit Ex, also Auslass. Man fängt also mit Ex an und legt die Ex-Nockenwelle so hin, dass die Ex-Beschriftung mit dem Rand deckungsgleich ist, halbwegs zumindest. Ganz wird es nicht klappen, weil die Nockenwelle nicht aufsitzt. Sie wird jetzt hochgehalten durch einige Nocken und einige Tassenstößel, deshalb ist das Kriterium nicht ganz erfüllbar jetzt in diesem Zeitraum, in diesem Zeitpunkt. Das nämlich, macht doch mal scharf, es ist nach dem Einlegen also so, dass dieser Ex-Strich noch nicht ganz aufs Gehäuse ist, weil die Nockenwelle noch ziemlich am Backen ist. Aber wenn das dann festgezogen ist, dann ist das dann gegeben. Danach, bekanntlichermaßen, kommt die Einlassnockenwelle rein und man fängt schon so an, dass man das ungefähr hinbekommt, dass das In, die Innenbeschriftung, mit dem äußeren Rand deckungsgleich wird. Hoffentlich. Steuer
Steuerketten sind was Furchtbares, aber Zahnriemen sind eigentlich viel besser. Man hat immer das Gefühl, es ist zu kurz. Ist es aber nicht. Auch die Innenmarkierung steht erstmal ein Stück zu weit oben, aber das wird alles, wenn die Lagerböcke fest sind. Auch diese Schrauben werden leicht eingeölt. Sowohl am Gewinde als auch am Kopf, wo sie aufsitzen. Alle Schrauben sind angesetzt und geölt, die in der Mitte mit Kupferscheiben. Ja, und jetzt geht es sukzessive nach unten. Und zwar eine ganze Weile erstmal nur mit Handkraft. Das ist so, dass man hier ein bisschen schlecht rankommt. Da hatte ich doch auch eine Lösung, da hatte ich doch irgend so einen kleinen. Genau, für diesen Zweck gibt es den Stumpen. Es dauert also eine Viertelstunde gefühlt, bis man es endlich geschafft hat, alle Schrauben wenigstens handfest zu ziehen und die Klemmböcke, die Lagerböcke parallel runterzuziehen auf die Nockenwellen. Jetzt sieht man auch ganz schön, dass hier die In- und Exstriche parallel zur Kante sind. Das Ventilspiel ist gemessen und es ist so, wie es immer ist. Es gibt im eingebauten Zustand wieder mehr Abweichungen. Da werde ich letztes Mal die Nockenwellen rausnehmen und danach stimmt es in der Regel wieder. Es ist zwar alles noch in der Toleranz von plus minus 0,03, aber ihr wisst ja, ich möchte beim Zusammenbau des Motors überall 0,01 sehen. Und da muss ich also noch an einigen Stellen, nämlich an denen, die hier rot markiert sind, muss ich die Shims nochmal ändern. So, die letzte Ventilspielrunde ist geschafft und das Ergebnis sieht richtig gut aus, so wie ich es haben wollte. Jetzt gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu machen, zum Beispiel der Kettenspannungsniederhalter. Damit er mir nicht abhaut, kommt erstmal eine Schraube rein. Der kriegt ein bisschen Schraubensicherungsmittel. So, ich ziehe mal den Kettenspanner auf. Na, offensichtlich muss er noch mehr. Bis zum Anschlag. Das war nix. Warum war das nix? Weil ich die Kupferscheibe vergessen habe, die neue. So was macht man nicht. Bevor ich zumache, werde ich noch mal ein bisschen Öl spendieren an gewissen Stellen. Ich habe jetzt endlich Dichtmittel in kleinen Gebinden. Hier in diese Ecken soll ja immer ein bisschen was rein. Natürlich trotzdem die Frage, wie man es vom Eintrocknen schützt. Etwas mehr als handfest. Die sitzen hier über ihren Kragen unten auf. Und dann ist es schon okay. So. Das hier kann auch wieder zu.
Jetzt werde ich die Ölwanne wieder entfernen. Oh, habe ich die aber festgemacht. Ja, ich habe es fast geahnt. Dass das Ding abspringt. So, es kommt der Öldruckregler rein und der Schnorchel. Das ist ja das Einzige, was noch fehlt. Da ist ja nichts mehr zugestopft. Nee, ist nicht mehr zugestopft. Zugestopft ist nur noch vorne und neben. Da fehlt natürlich auch noch was. Ja, man hat es gerade nicht gesehen. Ich habe das Öldruckregelventil hier reingesteckt. Das ist nur gesteckt. Das, was ich hier voll mache mit Öl, ist natürlich der Gummi. Und jetzt muss dieser Zapfen in die davor für vorgesehene Aussparung. Genau so. So sieht das dann hier aus. Zapfen in der Aussparung. Und das Öl und der Öldruckregler. Mache ich nochmal die Dichtfläche möglichst ölfrei und dann nochmal mit Bremsenreiniger die Gegenseite natürlich auch. So, jetzt geht es natürlich innen am Loch vorbei mit einer kleinen Spur Dirko, sofern es möchte. Es muss nur ganz dünn sein, aber es darf nicht abreißen, das ist wichtig. So. Jetzt kann sie schon mal nicht mehr weg, noch zwei Schrauben auf die andere Seite. So, der Ölfilter hat 26 bekommen. Ich dachte, ich hätte die Kamera gerade an, aber hatte ich wohl doch nicht. Die Ölablassschraube hat 30 bekommen. Ich weiß nicht, ob das gerade auf dem Video drauf war. Hier kann man noch dieses Kabel einklammern, so wie es gedacht war. So nämlich. Jetzt fehlt mir nur noch hier vorne der Wärmetauscher. Der befindet sich hier und muss hier erbeutet werden. Ich kann mich zwar nicht mehr dran erinnern, aber offensichtlich habe ich hier das Motoröl rausgelassen. Oder, nee, das war nicht ich. Das war, genau, das war schon vorher. Richtig. Ja, dann schaue ich mal, ob ich den erbeuten kann, ohne eine riesige Sauerei zu machen. Oh, das müsste eigentlich gehen. Ich werfe den Motor um. Na toll.
Dann nehmen wir den. Schrauben sind so vermurkst, dass die einmal da eingebracht nicht mehr rausgehen. Ha! Die geht. Das gibt natürlich noch ein bisschen Sauerei, das war zu erwarten. Aber warum auch nicht? Bleibt ja bald nicht zu spät. Muss mir aufdunkeln, hätte Hesse jetzt gesagt. Ja, der sieht schlimm aus. Der blutet Kühlflüssigkeit, der blutet Öl. Macht alles, was Gott verboten hat. Das soll er mal eine Zeit lang machen. Das, was da drin rumgabbelt, ist eine riesige Sauerei und ich glaube, ich werde das Altöl mal mit ein bisschen Bremsenreiniger auszutreiben versuchen. Ich habe sowas auch noch nie gemacht, weil das Altöl, was ich da bisher immer vorgefunden habe, nie so alt war, aber diesmal ist es richtig, diesmal ist es richtig wirklich alt. Ich fülle das Ding jetzt mal mit Bremsenreiniger und guck mal, dass ich dieses Öl da irgendwie aus. Ja. Dass das halt irgendwas macht, dass man das vielleicht ausspülen kann. Mit Bremsenreiniger. Weil das ist ja fast wie Teer. Selbst wenn ich nicht alles rauskriege, ist es nicht kritisch, weil der Bremsenreiniger, der verdunstet mir ja wieder. Das heißt, da bleibt eigentlich nichts Gefährliches an Rückständen an dieser Stelle. Gluckert schön. Ja, die Wasseranschlüsse sind auch relativ kontaminiert. Gucken, wann die Brühe aufhört, schwarz zu sein. Manchmal bin ich froh, dass ich einen 20-Liter-Kanister davon habe. Jetzt wird es langsam richtig dünnflüssig und es wird auch schon heller. Mir ist einfach nur wichtig, dass da drin keine irgendwie bitumenartige Verstopfung vorherrscht. Ist vielleicht nicht zu erwarten, aber dieses uralte Öl möchte ich ganz gerne nicht im Motor haben. Der Bremsenreiniger verdunstet mir wieder, das ist nicht das Problem. Das lege ich morgen Tag in die Sonne, ist er wieder weg.
Ja, es ist nur noch hellbraun. Wir kommen der Sache näher. Sehr schön. Da wo Kühlflüssigkeit drin war, darf auch Wasser durchfließen. Das versuche ich gleich mal. Das ist jetzt kein destilliertes Wasser, aber das ist mir egal. Ich werde das dann mit Druckluft raustreiben. Und der Rest, der ist mir dann wirklich egal. So, der Ölfüllteil ist zugeklebt. Die anderen Sachen sind verstopft mit ein bisschen Papier und jetzt habe ich Badewasser eingelassen. Ich lasse das jetzt einfach mal über Nacht weichen. Vielleicht macht ja jemand meine Arbeit. 24 Stunden einweichen, eine halbe Stunde mit dem Schleifvlies bearbeitet, schwieriges Wort. Und dann noch so einiges Dremel, Tod, Teufel. Ja, und jetzt pulvern. Das ist der Anlasser, den ich zusammen mit dem des Doppeläffchens restauriert habe. Naja, restauriert ist übertrieben. Ich habe ihn mal aufgehabt, habe ihn mal ausgekehrt. Jetzt habe ich den O-Ring mit Öl eingeschmiert. Und jetzt bringe ich ihn hier ein. Ich habe schon gedacht, ich müsste die Schrauben suchen. Aber glücklicherweise nicht. Klick. Sehr schön. Ja, Leitungen haben wir hier noch keine für. Hier kommt die Masseleitung unter dieses Ding. Hier kommt die Plusleitung zum Anlasserrelais. Und nur die eine Schraube, die ich jetzt festmache, die darf schon fest. Zumindest ein kleines bisschen. Damit sich nichts verzieht. So. Das Ding muss nochmal ab und das Ding muss auch nochmal ab. Ja, es ist jetzt nicht perfekt, aber der Drehmomentschlüssel im Hintergrund ist gut gelungen. Normalerweise hätte ich gesagt, ist ja ganz gut geworden, aber das wäre auch ganz gut gelogen. Es ist halt besser als vorher. Aber diese ganzen Löcher, die da drin sind, da müsste ich sehr viel pulvern, wenn ich die alle zustopfen wollte. Aber wenn das Ding hinterm Krümmer da vorne residiert, wird man von diesen kleinen Unsauberheiten eigentlich nichts mehr sehen. Und deshalb ist es so, wie es ist und ich bin zufrieden. So, da will ich das Ding mal wieder seiner Bestimmung zuführen. Aber vorher muss ich gucken, dass ich da nichts reingestopft habe. Und wie es aussieht, habe ich das wie immer getan. Boah. Dieser Pfropfen hätte sich nicht gut gemacht im Ölkanal. Glücklicherweise habe ich noch einen neuen O-Ring gefunden. Weil der da drin war, der 200.000 Kilometer O-Ring, der ist so von Dreck zerfressen gewesen. Das war nix. So. Ja, die Farbe stimmt nicht ganz, aber ein bisschen Schutz hat es jetzt vielleicht über ein bisschen Pulver. Das alte Eisen, das einzige CBF-1000, die einzige CBF-1000 mit einem pulvergeschichteten Wärmetauscher. Jetzt fülle ich mal Öl ein und gucke, ob das alte Eisen noch ganz dicht ist. Wenigstens einer von uns. Ja, man glaubt es kaum, aber die ersten 20 Liter von meinem 60 Liter Kontingent, was ich bei meinem Meister erstanden habe, sind fast
verbraucht. So schnell kann's gehen. Paar eigene Motorräder, Öl gewechselt, ein paar fremde und zack. Schon sind wir durch. Aber man merkt einen deutlichen Unterschied, ob es in der Garage 10 Grad sind oder 20 Grad. Das Öl fließt mal so viel besser und schneller, wenn es ein bisschen wärmer ist. Ich mache mal 3 solche Kübel rein, das ist normalerweise sehr passend für den ersten Anwurf, aber bis zum ersten Anwurf wird es noch ein bisschen dauern. Ja, schon wieder so ein 710er Deckel, der kommt jetzt da drauf. Ich habe das Massekabel mal angebracht, sodass ich das jetzt hier festziehen kann. Eigentlich auf ja, sollfest, auf dauerfest. Das muss normalerweise dann nicht mehr ab. So. Dann schauen wir mal, ob sich der Motor ein Stückchen drehen mag. Klingt ja schon mal nicht so schlecht. Dann testen wir mal die Kompression. Wir fangen an mit Zylinder 1. Naja. Jetzt kommt Nummer 2. Nummer 3. Sorry, ich kann es nicht immer gerade halten. Und zum Schluss noch Nummer 4. Ja, so um die 120, das ist das, was man bei den Motoren immer so sieht. Da kann man mit zufrieden sein. Alle Zylinder sind absolut gleich, das ist auch sehr schön. Dieser Motor darf wahrscheinlich bleiben. Wieder ein kleiner Sieg. Und demnächst geht's weiter bei Zams Channel. Macht's gut.